Entgegen dem Klischee vom speckigen Nerd träumen auch viele Internet-User von geschmeidiger Haut, von seidigem Haar und von einem strahlenden Teint. Der Weg zum Wohlfühlaussehen aber ist lang und führt durch die bunten Gänge der Drogerieketten. Und hier ist man ohne Orientierung schnell verloren. Da hilft es, eine Freundin wie Nihan Chen zu haben. Sie ist Beauty-Vloggerin und gibt in ihren Videos fast 200.000 Fans regelmäßig Schmink- und Styling-Tipps. Das ist ein Thema, was, denke ich mal, viele oder fast alle Frauen interessiert. Beauty, Schönheit. Aber ich versuche in meinen Videos nicht nur Beauty und Schminken und ganz viel Make-up zu vermitteln, sondern auch so ein bisschen Selbstvertrauen. Ich versuche da auch schon eine richtige Beziehung zu meinen Zuschauern aufzubauen. Und nicht nur über Eyeliner und, keine Ahnung, Lidschatten zu sprechen. Das ist mir ganz wichtig. Vloggerinnen wie Nihan sind die YouTube-Stars für Mädchen zwischen 12 und 17. Ihre Rolle? Die große Schwester mit Erfahrungsvorsprung in Sachen Pubertätsnöte. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und als solche weiß Nihan nicht nur, wie man einen sauberen Lidstrich zieht, sondern sie gibt auch Ratschläge fürs erste Date oder Tipps, wie man mit seinen Geschwistern besser auskommt. Markenzeichen der Beauty-Vlogs aber sind die Hauls. Für ein Haul-Video stimmt Nihan Filialen von Primark, DM oder H&M und präsentiert anschließend ihre Beute vor der Kamera. Und was Nihan empfiehlt, das kaufen ihre Fans dann auch. Das weiß ich einfach, weil mir auch meine Zuschauer Bilder schicken von ihren eigenen Hauls, die sie gemacht haben, von ihren eigenen Einkäufen. Und da sind ganz viele von den Produkten dabei, die ich in die Kamera gehalten habe. Und deswegen versuche ich auch immer aufzupassen, was ich zeige. Also zeige ich wirklich nur Dinge, die wirklich sehr cool sind. Nihan weiß, ihr Publikum vertraut ihr. Und genau dieses Vertrauen ist natürlich auch für die Kosmetikindustrie und ihre Werbeabteilungen interessant. Kaum ein Hersteller oder Drogeriemarkt, der Nihan und ihre Kolleginnen nicht mit Präsentkörben zum Produkttest zu überreden versucht. Oder gleich eigene Videos fürs Netz produziert. So wie die Drogeriekette Rossmann. Aber auch wenn es in deren Videos natürlich vor allem um Produkte aus dem eigenen Haus geht, versucht das Unternehmen eines zu vermeiden. Dass die Videos wie Werbung aussehen. Wichtig für den Zuschauer ist ja, dass die Qualität stimmt. Das heißt, der Inhalt muss richtig transportiert werden. Wir wollen kein Werbeformat haben. Also wir wollen nicht, dass jemand da steht und sagt, hier sind unsere neuesten Produkte, sondern wir wollen, dass jemand mit diesen Produkten agiert, so wie es auch der Zuschauer zu Hause tut. Allein mit Hochglanzwerbung ist die Teenager-Generation von heute nur noch schwer zu überzeugen. Viel wichtiger ist es, authentisch und direkt über die sozialen Medien zu kommunizieren. So können Unternehmen sogar aus einer schlechten Bewertung noch einen Nutzen ziehen. Das ist natürlich das, was auch für uns interessant ist. Warum kauft jemand dieses Produkt? Und selbst wenn es mal nicht positiv ausfällt, dann ist das für uns auch ein Mehrwert, weil wir dadurch auch ein Feedback generieren. Aber generell ist für uns immer sehr interessant, welche Produkte so in allen Einkaufswagen kommen und dann vorgestellt werden. Bei Rossmann hat man verstanden, dass man gegen die neue Macht der Beauty-Blogger auch mit großen Werbebudgets nicht viel ausrichten kann. Stattdessen setzt man auf Zusammenarbeit mit einzelnen Bloggern in den eigenen YouTube-Formaten. Steffi ist Beauty-Bloggerin und hat einen eigenen Blog, der sich Talasias Dreams nennt. Heute zeigt sie uns, wie wir ein richtig tolles Party-Make-up hinbekommen. Dass die Klickzahlen dieser Videos hinter denen der Beauty-Stars trotzdem zurückbleiben, wundert den Medienberater Stefan Frühwirt nicht. Und ich glaube, das liegt eben genau daran, dass da wesentliche Punkte nicht vermittelt werden können. Man hat eben keine Personen wie diese Vlogger, die sehr viel Vertrauen erwecken und da auch eine Beziehung herstellen zu ihren Fans. Sondern es steht eben ein Konzern im Hintergrund und das spüren die Nutzer sehr deutlich. 700 Millionen Mal werden Beauty-Videos inzwischen jeden Monat angeklickt, zeigt die Studie Beauty on YouTube der Werbeagentur Pixability. Und gerade einmal 3% dieser Views gelten den Angeboten der großen Kosmetikmarken. Beauty-Vlogs sind also deutlich mehr als ein YouTube-Phänomen von Mädchen für Mädchen. Nihan und ihre Kolleginnen haben mit ihren Kinderzimmervideos mal eben die Verkaufsstrategien der milliardenschweren Kosmetikindustrie auf den Kopf gestellt.